Hallo, liebe Hummelfieder 2 da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich stehe hier mit Arielle in ihrer Voliere und habe gedacht, ich fange einfach mal hier mit dem Video an. Aber Arielle, jetzt macht doch nicht so. Weil ich muss euch was erzählen. Ein paar Dinge eigentlich. Und ihr lernt ein paar Jungvögel kennen. Und da will ich gar nicht länger reden. Ah, ihr hört es auch schon. Und dann würde ich sagen, schon mal, nee, Arielle, mach mal nicht jetzt. Du bist so ein Tollpatsch. Ach, Arielle. Intro ab. Nein, doch. Oh. Ja, ich bin krank. Ich habe so einen grippalen Infekt. Also es fing letzte Woche Montag, am Pfingstmontag an. Da fing es aber mit an, dass ich einfach nur fürchterliche Bauchweh hatte. Und ja gut, das hat sich dann, das ist jetzt nicht so schlimm, dann hat man halt Bauchweh. Das lenkt zwar ab, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar nichts machen konnte. Es war zwar nicht schön, ich war dann ab und zu mal froh, dass ich ein bisschen nebenhin gehen konnte, kurz eine Minute schnaufen konnte. Wir hatten ja Unterstützung an Pfingstmontag. Ich glaube, da war Eulentag. Bin mir ziemlich sicher, dass da Eulentag war. Naja, und eigentlich hatte ich mir da letzte Woche 4 Tage kein Erlebnis eingetragen. Also das haben wir ja schon Weihnachten entschieden, dass wir gesagt haben, okay, da im Mai, da tragen wir uns dann 4 Tage kein Erlebnis ein, weil da haben wir auch wegen den Feiertagen schon sehr viel gemacht. Und da können wir dann so Sachen nachholen, die im Haus mal vielleicht zu machen sind, irgendwas reparieren oder hier in der Anlage vielleicht nochmal machen und, und. Das war der Plan, Weihnachten. Sonst wäre da schon lange alles weg gewesen, terminmäßig. Naja, und dann kam der Dienstag. Und da war es auch richtig schlimm. Also hätte ich das am Montag gehabt, da hätte ich bei weitem nicht so mit Erlebnis machen können. Da ging wenig. Da habe ich dann was genommen, damit der Magen sich ein bisschen beruhigt. Und dann war es Mittwoch okay. Ich habe auch schlecht geschlafen die Tage. Also muss man sagen, von Sonntag auf Montag schon wirklich schlecht geschlafen. Und von Montag auf Dienstag auch. Und Dienstag auf Mittwoch ging dann wieder. Also Mittwoch war ein guter Tag. Da habe ich dann die Sachen aufgenommen, die ihr letzte Woche Donnerstag gesehen habt. Also die Hälfte davon mindestens, was ich euch gezeigt habe, die war ja schon lange aufgenommen. Die hatte ich da liegen, schon manche Sachen 4 Wochen und wusste einfach nur nicht, wann kann ich die jetzt eigentlich schicken? Wann kann ich die eigentlich zeigen? Wann kann ich die denn einladen? Och, Petro. Ich bin nein, auch mit dem Scheiß. Petro, was? Nein. Ist ja... Du nutzt doch die Situation wieder aus. Dir ist auch alles recht, ne? Warte, ich hole dein Futter schnell noch her. Ich hab's nicht eingesteckt. Ich bin geistig nicht unbedingt auf der Höhe, wisst ihr? Das ist immer noch ein bisschen schwierig. Naja, auf jeden Fall war es dann Mittwoch ganz okay. Und ich habe mich gut gefühlt und dachte, ja gut, ja, war halt mal Magen. Was weiß ich, keine Ahnung, sowas wie eine Magenschleimhautentzündung oder so. Keine Ahnung, irgend sowas in der Art. Willst du nicht mehr? Kommst du nicht mehr mit zu mir? Ja, also irgendwas einfach hat nicht gestimmt. Dieser Vogel macht mich fertig. Ja, und dann dachte ich, naja, siehst du, hast du alles überstanden. Der Mittwoch ging zu Ende, die Nacht war nicht gut. Und ich hatte dann Donnerstag richtig, richtig Kopfweh, aber nur auf der linken Seite. Das war schon kein gutes Zeichen. Und denke, oh, musste 2 Tabletten nehmen. Was natürlich super unpraktisch ist, wenn du ja sowieso schon mit Magenprobleme hattest und dann noch dir irgendwie so eine Aspirin da reinhaust. Also, naja, andere Wahl blieb ja jetzt auch nicht richtig. Ich habe es dann zwar ohne versucht ein paar Stunden, aber das ging nicht. Und ich nehme ja normal keine Aspirin. Also, wenn ich im Jahr auf 4 Stück komme, dann ist das viel. Ich habe in meinem ganzen Leben irgendwie 3 Ibuprofen genommen, also kannst wahrscheinlich
Also ich habe wahrscheinlich weniger als 100 Schmerztabletten in meinem ganzen Leben genommen. Also es ist wirklich nicht viel. Naja, und dementsprechend, ja gut, okay, geht aber nicht. Und Donnerstag habe ich dann auch viel gelegen. Ja, weil mir läuft da mal die Brille an. Warte mal, müssen wir das mal anders machen. Fräulein Tetsch, du kriegst erst mal Essen. Du siehst so ungeduldig aus. Ja, heute gibt es nur Huhn, Schatz. Gestern gab es Ratte. Ne? Ja. So, ich ziehe mal die Brille aus, sonst kann ich hier nicht richtig weiterreden, Fräulein Tetsch. So, alles richtig. Genau, und Donnerstag, dann ging es so ein bisschen weg und ich dachte schon so, oh, was ein Glück, gehen diese Kopfschmerzen weg. Und dann fingen sie rechts an. Das war auch sehr schön. Kann ich nur jedem empfehlen, das nicht zu tun. Ja, die Nacht da dann auch wieder auf Freitag nicht so richtig toll. Ich gebe Fräulein Ted noch ein bisschen Essen, die guckt so kritisch. Ja, und dann habe ich Freitag aber ansonsten gar nichts gehabt. Also ich war halt sehr erschöpft. Da war der Schlafmangel sicherlich das Schlimmste eigentlich an dem Ganzen. Und da kam dann Carola und dann hat Carola mit mir Wasser gemacht und wir haben hier die Äste gewischt und alles. So haben wir ein paar Stunden für gebraucht. Aber ich, wie gesagt, habe auch alles langsam gemacht und so. Und Carola hat auch viel Wasser getragen. Also wie gesagt, alles gut. So habe ich gedacht, naja, fürs Wochenende schon, damit du das dann Samstag nicht zu machen hast. Und ich hatte auch die ganze Woche keine Allergiemittel genommen und es ging. Und Samstag kam so richtig die Allergie mit Augendrehen und allem, wo ich gedacht habe, oh, Mist, was ist das denn jetzt hier? Warum ist dann jetzt die Allergie jetzt wieder da? Aber ich wollte ja nicht Schmerztablette, Magentablette und Allergietablette. Also habe ich die halt nicht genommen und war ja auch nichts. Aber dann Samstag hat es richtig, richtig zugelöffelt. War aber okay. Ich meine, die Augen haben mal getränt und ich habe auch mal genossen. Aber es war im Bereich des Machbaren und alles. Hab halt viel geredet, weil morgens Adler und abends dann, also Eulenabend und genau, und da habe ich, im Prinzip rede ich ja dann durch von, wenn ihr so wollt, 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr, ohne große Pause, redensmäßig. Und dann hat es ein bisschen im Hals gekratzt und dachte ich, naja, okay, gut, kratzt jetzt halt ein bisschen im Hals so, also kann ja auch mal passieren. Hab dann Eis gegessen. Dachte ich, naja, wenn ein Eis ist, dann wird es schon besser werden. Und Eis ist ja schon ganz lecker. Haben wir selber gemacht gehabt. Fräulein Ted. Warte, den zeige ich euch nochmal da. Fräulein Ted. Und dann habe ich aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag schon gemerkt, nein, nein. Da hat was nicht gestimmt. Und ja, und Sonntag habe ich ja aufgewacht, hatte quasi keine Stimme mehr. Die war weg. Beim Abschlucken habe ich gedacht, das war auch so ein Druck auf den Ohren dann. Und beim Abschlucken, also es hat so ganz komisch reingezogen, vor allem ins rechte Ohr. Und Nase ist nicht gelaufen, Fieber hatte ich auch keins. Aber Schlucken, überhaupt keine Chance. Keine Chance, anständig zu schlucken. Ich habe dann versucht, eine Cola zu trinken und so, dass das vielleicht ein bisschen wegbitzelt und alles. Aber selbst da, das hat so weh getan alles. Ne, Spatz? Das macht mal nicht so einen Stress. Ich muss mich konzentrieren, Vogel. Und ich bin auch angeschlagen. Ja, und also habe ich am Sonntag dann das Erlebnis quasi zwar mitgemacht, so ein bisschen begleitend, habe auch viel meine Mutter und die Daniela machen lassen. Und dass ich die Daniela, also dafür, dass ich die Daniela ins kalte Wasser schmeißen musste, ist ja noch nicht so lange hier, seit November und ich glaube, seit Februar kommt die Daniela einmal im Monat, also wohnt auch ein bisschen weiter weg. Mit ihrem Mann oft. Entschuldigung.
Entschuldigung, ich sehe wieder nichts. Ich glaube, ich brauche die Brille, ist schwierig. Die lassen wir mal weg. So, warte. Du isst doch ruhig weiter, Polly. Ja, und die musste dann quasi zu den ganzen Vögeln immer was erklären. Und die kennt ja einige Storys schon, aber trotzdem, es war natürlich, sagt sie dann am Ende, ich habe dann auf dem Handy manchmal so Sachen hingeschrieben, also am Ende hingeschrieben. Habe ihr hingeschrieben, dass sie das toll gemacht hat. Und dann hat sie gesagt, oh, hätte ich mich vorbereiten können. Na ja, hätte ich es gewusst, da hätte ich das Erlebnis zur Not auch verlegt, ne, oder hätte geguckt, dass noch zwei Tierpaten oder so mehr da sind, aber dem war nicht so. Aber dafür, also sie hat es wirklich toll gemacht und es war wirklich ein schönes Erlebnis. Die Vögel waren richtig toll, wir haben sogar mehr Vögel gemacht. Dadurch, dass ich nicht so viel erzählen konnte, es gab Vorteile natürlich für die Leute. Die Leute haben jetzt zwar einige Sachen, ein paar Witzlein, von mir nicht gehört, weil ich sie nicht erzählen konnte. Aber dafür haben die Leute viel, viel mehr Vögel gehabt bei dem Falknertag. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich kann mich sowieso an den Tag kaum erinnern. Aber was willst du denn jetzt von mir? Ja. Was hast du denn jetzt vor? Nee, das... Nein, was machen wir nicht? Das machen nur doofe Vögel. Wir haben mal darüber gesprochen, Schatz. Ja, doch, haben wir. Daran kann ich mich erinnern. Und auf jeden Fall, da weiß ich aber gar nicht mehr so genau, was passiert ist. Ich weiß aber, wir haben ganz, ganz viele Vögel gemacht. Auch gezeigt und versucht. Und ja, und dann bin ich Montag zum Arzt, also zur Ärztin. Ups. Das war auch ganz, morgens war es richtig, richtig übel. Natürlich habe ich Sonntag schon nur noch mit Maske dann Erlebnis gemacht, nachdem ich gemerkt habe, okay, das hat jetzt hier weder was mit Allergie zu tun, noch Kopfschmerzen oder so. Du hast dir jetzt wahrscheinlich aufgrund der ganzen Woche Immunschwächung irgendwo, hast du dir was eingefangen. Weil du halt wegen der, ich habe halt wie gesagt tagelang nicht geschlafen. Ich rechne jetzt einfach mal so grob. Wahrscheinlich habe ich mir dann irgendwann Donnerstag oder Freitag einen weggeholt. So richtig einen weggeholt. Und dann ist es halt 3 Tage kommt's, ne, so, wo vielleicht ich gedacht habe, naja, das ist der Kopfschmerz oder sonst irgendwas. Und naja, dann habe ich Montag und. Ja, Montag war es, das guckt mich nicht so an, war ich dann beim Arzt, genau. So, und die hat mir dann so Lutschtabletten, die haben gesagt, ja, ist viraler Infekt und das ist ein Virus. Da konnte ich auch nicht reden, im Prinzip. Das, ja, seit wann haben Sie das? Tag. So, wie bitte? Tag. Und ja, und naja, gut, dann hat sie diese Lutschpastillen da aufgeschrieben, die so hinten den Rachen ein bisschen betäuben. Sagt sie, ja, ist alles sehr, sehr rot. Das hat sie nochmal in die Ohren geguckt und so. Und hat gesagt, ja, und halt Ibuprofen dann nehmen wegen der Entzündungswerte, also wegen der Entzündung, nicht Werte, Entschuldigung, wegen der Entzündung. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar. Also gedacht habe ich es, gesagt habe ich gar nichts, weil da konnte ich nicht reden. Ja, dann bin ich heim. Und dann hat, also meine Mutter hat natürlich, ist gefahren, weil wir brauchten auch noch was vom Tierarzt. Das hat sie in der Zwischenzeit, wo ich da gewartet habe, besorgt. Und dann hat sie die Tabletten irgendwann gehabt von der Apotheke. Dann habe ich da angefangen zu lutschen und abends ging es dann schon ein bisschen besser. Gerade als dann mal so ein bisschen der Schmerz im Rachen betäubt war und reden ging dann auch noch nicht, aber immerhin war es schon mal ganz gut. Ja, gestern war wieder Erlebnis. Da war dann Antje da. Die hat dann viel, es war auch Falknertag, die hat dann viel erzählt und viel gemacht und hat sich da sehr um die Leute gekümmert mit meiner Mutter zusammen. Ich habe natürlich auch deutlich mehr mitmachen können, weil ich jetzt auch nicht mehr so schlapp war, wahrscheinlich gepusht durch die Ibu,
Aber ich habe auch vorher, vor dem Erlebnis, eigentlich nur im Bett gelegen und danach habe ich mich auch relativ zügig wieder ins Bett begeben. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe da komplett durchgepowert die ganze Zeit, das ist Quatsch. Antje hat da noch Wasser mitgetragen vor dem Erlebnis kurz und wir haben ja einen Notfallplan für sowas. Ja, und dementsprechend war das jetzt alles nicht so wild. Also wenn ich jetzt sage, ich habe da Erlebnis gemacht, dann müsst ihr wissen, das sind dann, ich habe zwar 5 Stunden hier irgendwie mit dabei gestanden, habe dann auch mal den Adler geholt und habe den Leuten was zu essen draufgelegt, aber ich habe jetzt hier nicht, trotzdem schone ich mich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da komplett verausgabt habe. Natürlich war ich dann abends trotzdem sehr, sehr müde, war auch gut geschlafen von gestern auf heute, weil heute ist Mittwoch in meiner Welt noch. Warum ich das jetzt aber alles hier bei Polly fertig erzählt habe, das trifft sich nämlich auch ganz gut. Alle Vögel haben das erlebt, diese Tage, wo ich nicht konnte, egal ob das jetzt der Kopfschmerz war, ob das Sonntag dann der erste wirkliche Erkältungstag war, ob das was willst du denn jetzt schon wieder? Also spielt keine Rolle, welchen Zustand du jetzt nimmst, ob es die Bauchkrämpfe waren. Alle Vögel haben wunderbar mitgearbeitet. Die haben sich alle von ihrer wirklich besten Seite gezeigt. Außer ein Vogel. Beziehungsweise zwei Vögel. Aber eine Vogelart. Und genau bei dieser Vogelart sitze ich gerade. Und diese, wo wir immer sagen, das sind die sensibelsten, die am menschenbezogensten, also die zumindest am, weil ich muss gerade mal hier sortieren, das Polly meint, es müsste ein Rübenarsch sein. Nein, das machen wir nicht, Polly. Ach, das Quatsch ist das. Nee, wenn du meine neue Jacke kaputt machst, dann kriegen wir Stress hier. Gut, jetzt auch nicht mehr super neu, aber die ist ein halbes Jahr alt. Das ist für mich neu. Die am personenbezogensten sind, die haben nicht mitgemacht. Ich habe sie reingemacht, die hat ganz seltsame Sachen gemacht. Das hat die noch nie gemacht so bei Menschen. Also die hat jetzt keinen angegriffen, nichts. Aber die war unsicher, die war komisch. Wirklich, also anders, als ich sie kenne. Und es geht heute. Und gestern ging es auch nicht. Ich habe gestern sie versucht, da beim Erlebnis mitzumachen. Ach, sieht nur so aus wegen Schatten. Ich dachte eben schon auf dem Video. Wenn ich aufnehme, dachte ich, hä, was denn da? Ist aber nur Schatten. Da war wirklich sowas von, jetzt hat er Auge gespuckt, sowas von seltsam, der Vogel. Und natürlich gar nicht dran zu denken, dass sie bei irgendeinem Fremden gegangen ist. Und ich habe am Samstag oder wann auch, habe ich auch versucht, den Schnatz zu holen mal und den zu machen. Und auch der Schnatz, der hat ganz komische Sachen gemacht. Also, obwohl wir jetzt noch nicht so super dicke sind, Schnatz und ich. Aber trotzdem, selbst der hat seltsame Dinge getan. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen verblüfft. Es war jetzt nicht super überraschend, aber naja, ein bisschen überrascht war ich schon. Ja, und seit gestern habe ich halt nur noch diesen sehr ekligen Husten, der sich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen hartnäckig halten wird, bis das alles wieder gut ausgeheilt ist. Ich schwitze auch nachts noch ganz, ich brauche nachts 3 T-Shirts aktuell. Komplett durchgeschwitzt und dann wache ich auf, da steht mir das Wasser auf der Stirn und dann mache ich mich erstmal kurz wieder trocken, drehe die Decke einmal rum und um weiter zu schlafen, weil ich dann Angst habe, wenn ich da so nass da rumliege, dass es wieder irgendwie kalt wird und dass ich dann noch was kriege. Da habe ich gar keine Lust drauf. Den letzten sowas wie grippalen Infekt oder so, den hatte ich, da war ich noch keine 30, das ist fast 10 Jahre her oder so. 9, keine Ahnung, an Weihnachten. Also irgendwie 8,5 oder 9,5, irgendwie sowas. Also das, könnte ich nicht mal nachvollziehen, wenn ich wollte. Ach doch, wohl, da war ich ja beim Arzt. Ja, irgendwo. Wobei der Arzt, den gibt es mittlerweile schon lange. Also den gibt es noch, ich glaube, der lebt schon noch. Aber ich wüsste zumindest nichts Gegenteiliges. Aber der ist ja schon lange im Ruhestand. Also schon... Da war das auch schon vor Corona deutlich. Naja, also ihr wisst, merkt, passiert nicht oft.
Ja, und jetzt mache ich immer noch ganz ruhig. Also ich mache so ein bisschen morgens, dann lege ich mich hin. Dann mache ich ein bisschen mittags. Und dann bleibe ich liegen. Also ich bin jetzt so circa um 3 fertig mit allem. Und dann lege ich mich hin und schlafe. Dann gehe ich nochmal raus um 19.30 Uhr bis 20 Uhr etwa. 19 bis 20 Uhr. Irgendwo in dem Bereich gehe ich für 20 Minuten, eine halbe Stunde nochmal raus. Da muss ich nochmal ein paar wegtun, wie zum Beispiel den Bobby hier. Und ja, und dann war es das und dann geht es morgen früh erst wieder los. Ja, so ist das. Auf geht's, kleiner Vogel. Ich mach weiter. Ja, so sind nun mal die Steinadler. Jetzt ist auch die Kamera ein bisschen angelaufen, ne? Da ist ein bisschen Feuchtigkeit reingekommen. Es hat jetzt angefangen schön zu regnen. Ach, wie toll. Auch sowas super, super Schönes. Naja, aber wie gesagt, auch der Schnatz war komisch. Und was hast du denn jetzt vor? Was sage ich euch? Der ist sogar empfindlicher noch als die Polly, weil ich natürlich auch wenig Zeit für den Kollegen hier hatte. Ja. Und dementsprechend hat mich das wahrscheinlich sogar vielleicht 2 Wochen oder so zurückgeworfen. Jetzt kommt er mit seinem Spielzeug hier angewackelt. Es ist eine Nuss. Warte mal, ich versuche es euch zu zeigen. Und das ist auch der Grund, warum die letzte Woche dann keine Shorts mehr gekommen sind, irgendwann. Weil ich keine mehr hatte. Die meisten hatte ich immer schon vorproduziert. Also ich hatte dann immer schon so 5, 6 hatte ich dann schon. Die habe ich auch teilweise schon vorher hochgeladen. Die waren dann geplant. Aber letzte Woche war dann noch das eine, wo ich die 2 hier aufgenommen hatte in dem geteilten Video. Und das hatte ich, glaube auch Mittwoch zusammengeschnitten. Ja, und zumindest zum größten Teil. Und dann habe ich es halt hochgeladen irgendwann. Ich kann euch jetzt gar nicht mehr sagen, wann das war. Ja. Aber so ist das. Immer alles nur gut, solange man gesund ist. Ich war sehr, sehr lange sehr, sehr gesund. Und da kann man auch mal krank sein. Natürlich ist dann die Belastung für den einen, der übrig bleibt, also ein Hauptarbeitenden, also von 2 Hauptarbeitenden, der eine, also meine Mutter in dem Fall, die Arbeit viel, viel größer. Die muss dann mehr machen. Das ist völlig klar. So war es letztes Jahr auch, als meine Mutter wegen dieses Autounfalls nicht konnte und auch mit einer anderen Sache. Da war das dann auch so und dann ist das so. Also das ist völlig normal, aber das ist machbar. Da können wir Sachen liegen lassen wie PC-Dinge. Also zum Beispiel, ich schaffe es normal zu 100%, dass E-Mails innerhalb von 24 Stunden beantwortet sind. Jetzt die letzte Woche nicht, da habe ich oft auch 48 oder 72 Stunden gebraucht, bis eine E-Mail beantwortet war. Das ist dann halt so. Aber hier müssen wir dann eigentlich keine Abstriche machen, was die Verpflegung betrifft. Was aber wir Abstriche machen müssen, teilweise, ist, dass ihr davon ausgehen könnt, dass wir natürlich abwägen müssen, wer braucht das Training jetzt am dringendsten und wer kommt mit weniger Training klar? Wer kommt mit weniger Training klar und wird dadurch schlechter? Aber das ist okay. Oder wer kommt mit weniger Training klar und bleibt genauso gut für 1-2 Wochen? Und da kennen wir unsere Pappnasen eigentlich sehr gut. Und Stanley zum Beispiel, dem ist das vollkommen egal, ob der jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Hauptsache, er wird beschäftigt. Du kannst aber auch einfach den in die Flughalle lassen. Das war natürlich auch ein großer, großer Vorteil. Ich habe an dem Donnerstag mit dem Kopfweh, da habe ich einfach Vögleins in die Flughalle gesetzt und habe die dann machen lassen eine Viertelstunde. Ich habe mich halt auf die Bank gelegt und habe mich ausgeruht. Und dann habe ich die wieder zurückgetragen und habe wieder einen geholt und den da hingesetzt. Und das ging ganz prima. Also das ist ja jetzt nicht super anstrengend. Und ich konnte ja die ganze Zeit mich ja
Also die meiste Zeit habe ich ja gelegen und habe halt einfach nur die Vögel machen lassen. Das ist ein weiterer Vorteil von der Flughalle. An den hatte ich gar nicht so sehr gedacht, weil ich bin ja nie krank. Ja, aber auch ein weiterer Vorteil gewesen. So konntest du halt weiter Vögel beschäftigen. Kannst halt einfach reinsetzen. Ich konnte ja nicht unbedingt. Hat gut funktioniert. So, und ich habe euch versprochen, ihr seht heute auch was Neues. Und zwar lernt ihr wieder drei Vögel kennen, die jung sind. Letzte Woche, also ihr kennt ja jetzt, lasst mich überlegen. Ihr kennt die neue Frau vom Louis de Finet. Ihr kennt die Bella und den Merlin. Ihr kennt, einen dann noch? Bella, ne? Ihr kennt Herzog von Pitzbühel. Und jetzt lernt ihr den Partnervogel von Haka kennen. Und zwar den Moa. Haka und Moa sind beides Herren, aber macht ja nichts. Moa ist eine richtig coole Socke, auch wenn er jetzt so ein bisschen komisch guckt. Aber Moa ist natürlich nicht alleine hier. Der hat zwei Freunde, die sind auch bei uns geschlüpft. Moa ist natürlich nicht bei uns geschlüpft. Ich meine, wir haben ja nur Haka. Ne? Wie wollen wir das denn machen? Ne? Moa wäre Quatsch. Und das, was wir natürlich ganz viel alleine haben und was jetzt etwas bröselig aussieht, sind Fleckenuhus. Da sitzt ein Fleckenuhu da und ein Fleckenuhu da. Hier. Und die haben natürlich auch schon Namen. Und zwar ist das Aladdin. Und das ist die Jasmin. Sind mal wieder zwei Disney-Vögel quasi. Ja, ihr seid keine Disney-Vögel, alles gut. Also plumpst bis jetzt einfach einfach hinplumpsen lassen. Doch, hast du wohl. Ja, und die sind jetzt auch draußen. Bei den zwei Fleckenhus waren wir eine ganze Zeit lang skeptisch, weil die sollten eigentlich bei Romeo und Julia bleiben. Das sind natürlich weitere Geschwister von Fanny, Herzelinde, Mücke und Fussel. Aber da war es dann nochmal so kalt, ein paar Tage, und die haben die nicht, also es hat keiner gewärmt, und tatsächlich haben die auch aus dem Nest geschnickt gehabt, die saßen da so, und es stand auch Aladdin nicht, aber um Jasmin stand es anfangs wirklich sehr kritisch, als wir rausgeholt hatten. Stand es wirklich sehr kritisch. Die hat eine Zeit lang gar nicht zugenommen. Die hat auch vom Kot her sah das alles nicht so ordentlich aus. Aber jetzt aktuell stehen sie alle gut da. Also alle beide. Mehr war es auch nicht. Dass ich auch denke, dass das jetzt alles klappen müsste. Da dürfte nichts mehr schief gehen. Hinter der Wand sitzen übrigens die ganzen Geschwister, sodass sie die auch halt sehen können dann. Also dass wir die schnell dahin tragen können, zurücktragen können. Allerdings ist es ja heute vom Wetter nicht so prickelnd. Deswegen können die jetzt nicht so raus. Aber dann können wir ansonsten die halt mit ihren Geschwistern da zusammensetzen. Und der kleine Moa, der pennt da oben gerade weg. Ach, jetzt hat er die Augen wieder aufgemacht. Der pennt doch bestimmt gleich wieder ein. Der fühlt sich jetzt halt als Flecken. Weil das macht ja nichts. Also augenfarbenmäßig und so und größenmäßig aktuell, da tut sich jetzt nicht so viel Unterschied. Später natürlich ist das ein Unterschied, der bleibt ja deutlich kleiner, aber die verstehen sich richtig klasse. Da macht es Sinn, dass der mit denen hier zusammen wohnt. Der ist natürlich weiter, aber für die ist es so ein bisschen wie ein kleines Geschwisterchen. Tatsächlich halten die sich aber viel an ihn. Wenn sie wissen wollen, also wenn die irgendwie nicht so, oh, das sieht gruselig aus, wenn die irgendwie eine Situation haben, wo sie nicht wissen, wie sie mit umgehen sollen, dann gucken sie meistens erstmal, was Moa macht. Und das ist ein richtiger kleiner Frechdachs. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Können sich die zwei Fleckenhus ruhig was abgucken. Ne? So, wollen wir mal ein bisschen Aladdin hier noch sehen. Größen sind cool, ne? Die bleiben halt nur überall bei euch im Gefieder hängen. Ja, egal. Lassen wir drin hängen. Die ollen Brösels. Ja. Und
Bisschen zu früh wieder auf Aufnehmen gedrückt. Da hat es mich doch nochmal überrascht. Ich fange auch schon wieder an, so zu schwitzen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum hat er Maske auf? Natürlich habe ich wegen der ganzen Vögel die Maske auf, die ich ja auf der Hand habe, die ich auch teilweise ja über Minuten lang direkt anatme. Und wir haben da mal eine schlechte Erfahrung gehabt. Das war, glaube ich, 2012. Da hatte ich auch so einen grippalen Infekt. Und ich habe, da hatten wir irgendwie einen jungen Wüstenbussard. Und ich habe ich kann es euch gar nicht mehr sagen, zwei oder drei. Auf jeden Fall waren die jungen Wüstenbussarde. Ich habe die gefüttert und alles lief wunderbar, es lief wirklich gut. Und wir haben ja schon immer Handschuhe an zum Füttern, das einfach aus Hygienegründen. Und da habe ich dann damals, habe ich halt Nase geputzt und so und habe die gefüttert und alles gemacht. Und dann hatte dieser kleine Harris dann auch so einen eitrigen, also am nächsten Tag, so einen eitrigen Nasenausfluss. Also eitrig jetzt nicht, also war so schleimig. Nicht jetzt wie Sabber, die haben ja auch so einen Sabber, der aus der Nase läuft. Ah, vorhin hat mir die Polly ins Auge gespuckt, das juckt immer noch. Ey. Ja, drin jetzt. Kaputt jetzt, Auge auch kaputt, toll. Auf jeden Fall hatte er halt so einen Ausfluss, der war halt fester, halt kein Speichel. Auf jeden Fall, und dann war er zwei Tage später, hat er noch nicht mehr gefressen und zwei Tage später war er tot. Und bis heute gebe ich mir dafür die Schuld, dass ich damals hätte einfach auch umsichtiger sein müssen mit meinem, was war ich da, 24 oder sowas, 25, hätte ich umsichtiger sein müssen, ich hätte damals auch direkt einen Mundschutz aufziehen sollen. Das habe ich nicht getan. Ob es jetzt letzten Endes das war, was den Wüstenmussard da hingebracht hat, sehr wahrscheinlich hätte ich es verhindern können. Fraglich, ja, nein, vielleicht, also wahrscheinlich auch. Aber ist halt im Nachhinein schwer zu sagen, im Nachhinein ist man auch immer schlauer. Nur jetzt wird mir, wenn ich weiß, dass ich irgendwas habe, wird es mir nicht mehr passieren, dass ich einfach ohne Mundschutz zu den Vögeln gehe und die fütter, weil auch ein erwachsener Vogel, der kann was bekommen, weil jetzt ist gerade auch Brutzeit und Brutstress und da kann es natürlich auch sein, dass dieser erwachsene Vogel durch diesen Brutstress in Verbindung mit dem, was ich ihm anhauche, dass er das bekommt. Einige Viren, die sind natürlich nicht übertragbar. Die können nicht eins zu eins von Mensch auf Vogel, Vogel auf Mensch und so übertragen werden. Das ist alles korrekt, aber man weiß ja nicht genau, was man hat. Also es sei denn, man hätte jetzt Corona, das hatte ich nicht, habe einen Test gemacht. Also mehr als ein. Und so, aber deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen, meiner Auffassung nach. Und wenn was sein sollte, dann brauche ich mir aber keinen Vorwurf zu machen, weil ich habe alles gemacht, was ich tun kann. Und ja, dementsprechend ist mir das wichtig. Also falls ihr euch das jetzt gefragt habt noch, mir ist das wichtig. Mir schadet das nicht, ob ich Maske auf habe oder nicht. Und den Vögeln schadet es so oder so auch auf gar keinen Fall. Und seitdem wir das eingeführt haben, ist auch sowas in den letzten 12 Jahren nicht mehr vorgekommen. Von daher finde ich auch, das gibt uns recht. Oder ja, so ist das. Naja, seht ihr, dann war das Donnerstag-Video für diesen Donnerstag quasi. Und zwar ging es nur darum, dass er nicht krank ist, beziehungsweise war. Aber natürlich auch, wie die Erlebnisse waren. Ich hoffe, das hat euch auch mal einen Einblick gegeben, wie sowas aussehen kann.
ist natürlich trotzdem auch anstrengend, auch wenn ich mich sehr viel schone, aber man würde ja gerne Dinge tun, also ich würde auch gerne Rasen mähen, aber gut, ist heute sowieso nicht drin, weil es nur am Regnen ist. Ja, aber so ist das halt nun mal auch, das gehört dazu und ich bin leider nicht unbreakable, dementsprechend muss ich mich fügen und muss auch einsehen, dass natürlich auch mein Körper wie alle anderen vergänglich ist und solange er gut läuft, kann man schon dankbar sein, aber man darf natürlich auch nicht traurig sein, wenn es mal nicht läuft und sauer werden, weil dann hat man zwei Probleme, dann ist man krank und macht sich auch noch und macht sich dann auch noch geistig fertig. Das hat keinem, glaube ich, jemals geholfen. Ja, das ist meine Special Perspektive, du. Was ist da los bei uns? Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund, macht es nicht so wie ich. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, tschüss und ciao. Also, ciao. Ciao. Sagst du auch ciao? Ja, du bist mit Putzen beschäftigt, ne? Tschüss. I'm